So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute muss ich ehrlich gestehen, bin ich absolut einfallslos gewesen. Und ich habe einfach mal so die letzten Käufe, das letzten Monats kann man echt sagen, mal zusammengestellt, weil es nicht viel ist im Vergleich zu anderen Zeiten. Aber ein paar interessantere Sachen zum Teil, die, ja, bisher noch nicht so oft hier, glaube ich, gezeigt wurden, generell auf YouTube nicht. Dementsprechend könnte es zum Teil ganz interessant werden. So sieht's aus. Also macht mir auch gerne wieder Vorschläge, was ihr sehen wollt, beziehungsweise ich habe genug von euch, aber boah, manchmal irgendwie ist gerade so ein Loch. Nun ja, sei es drum. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Erstmal hier was super krasses, riesiges. Der Leather-Hut von Dior. Ja, ich habe wirklich ein halbes Jahr immer geschaut, ne? Auf der Website gab es den nämlich noch und zwar nur in dieser riesigen 250 ml Flasche. Leider nicht mehr in klein, denn naja, er wird halt eben nicht mehr hergestellt. Ich habe es dann irgendwann mal über mich gebracht, so in den letzten, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen oder so, den zu ordern in dieser riesigen Bottle, weil er halt schon irgendwie doch etwas spezieller, interessanter, aufregender ist und sehr, sehr aus diesem eher gefälligen, sanften, vor allem Dior-Line-Up raussticht. Ne? Also kurzum, erinnert mich so im ersten Moment ein bisschen an Pferdestall, muss ich ehrlich sagen. Also total krass, wir kriegen sehr viel so einen intensiven, stechenden Ledergeruch, aber auch irgendwie gepaart mit diesem ja, leicht stinkig animalischen Oud, ne, was auch noch durchkommt. Ich kriege irgendwie auch so eine dreckige Moschusader noch ein bisschen mit durch. Also sehr spezieller Duft, sehr krasser Duft. Wie gesagt, es erinnert mich irgendwie ein bisschen am Pferdestall, so mal kurzum. Aber jetzt nicht im Negativen, ne? Das kann man ja auch mit positiven Dingen assoziieren, so ist es nicht. Aber wie gesagt, gewagter Duft, interessanter Duft, krass starker Duft und fällt halt wieder völlig aus diesem Dior-Line-Up raus. Also so wie es mir auch mit dem Le Lion geht von Chanel, der da absolut irgendwie nicht reinpasst in diese Reihe. Und das macht diese Düfte auch so interessant, finde ich, oder umso interessanter. Nun ja. Dieser hier, ein weiterer, den ich jetzt aber glaube ich schon 100 Mal irgendwie gefühlt gezeigt habe in anderen Videos bisher, der Via Cavour Uno von Sergio. Joa, geiler Gourmand, also ich brauche jetzt nicht mehr so viel, glaube ich, zu sagen. Ich kriege am Anfang ja, so eine schöne, leicht alkoholische, vergorene Frucht, beziehungsweise es riecht auch so ein bisschen wie in Alkohol eingelegte Früchte, so diese Ecke. Er wird dann ein bisschen ja, schokoladiger, süßer. Ich kriege auch, wie gesagt, so immer so einen Hauch Stinkeoud auch hier mit durch. Er ist aber angenehm. Wie gesagt, er wird dann auch irgendwie sanfter, weicher, süßer, schokoladiger. Also ein geiler Gourmand, sehr interessanter Gourmand. Und irgendwie mal ein bisschen was anderes auch. Dieser hier, jetzt der Teleya von den Z-Stars. Ja, ich habe ihn endlich mal gefunden für einen guten Preis. Also flakortechnisch, ne, immer wieder geil mit diesen Seesternen oben drauf. Tatsächlich kommt ja nur der Atlantide in diesem Wasserzylinder. Die anderen haben die reguläre Verpackung wie diese goldene Reihe, ne, mit den ja, knallgoldenen Flakons und dieser, ich sag mal, nur der Lampe. Ja, Teleya, typischer Terenzi, ehrlich gesagt. Also fruchtig. Ich kriege auch hier Tuberose noch mit raus. Also ich würde ihn als Mischung zwischen Kirke und Atlantide bezeichnen. Falls ihr die beiden kennt, dann wisst ihr ungefähr wie. Aber so ein bisschen eben Tuberosen, cremig, floral, ganz klar. Wie gesagt, die typischen Terenzi-Früchte, Terenzi-Süße, die man, ich sag mal, bei vielen Düften von denen kennt. Irgendwie alles so. Also ich glaube, der Duft vereint so, weiß ich nicht, 10 Düfte der Marke, alles zusammen in einen Topf geschmissen und dann kam der irgendwie gefühlt raus. Ich finde, das macht ihn irgendwie ganz cool, wenn man dann, naja, einen riesigen Bereich der Marke quasi schon abgedeckt hat in einem Duft. Power, ziemlich krass. Aber der wird eher so Frühling, Sommer wieder am Start sein. Die anderen beiden waren ja jetzt noch hier. Wintertechnisch ziemlich gut. So, zu zwei interessanteren Dingen. Und zwar ein unfassbar schöner Flakon, der Wish Come True von Stefan Imbert Lucas. Jo, auch hier, der Duft hat viel Tuberose. Also merkt man sofort. Ich glaube, der wird vielen auch irgendwie zu feminin sein. Aber
Der ist so weich, kuschelig, cremig. Also das ist so, da will man sich irgendwie reinlegen. Der ist so sanft und kann es nicht anders sagen. Also ein Traum, dieser Duft. Ne? Da ist man, glaube ich, echt sofort verliebt. Den will man so gefühlt umarmen. Also wie gesagt, super cremig, weich, vanillig. Viel Tuberose drin. Aber nicht so Oma-mäßig. Also eher, der Fokus liegt eher so auf einem, ich weiß nicht, cremiges Sandelholz, glaube ich, sowas in der Richtung drin. So eine ganz sanfte, warme Vanille, die da noch mit reinspielt. Also ein richtiger Kuscheltraumduft, ehrlich. Hammer, hammer. Klar, das ist nicht der allerstärkste Brecher. Ich finde, das ist selten bei der Marke tatsächlich, bis auf ein paar Ausnahmen, ne? Aber das passt auch zum Duft, weil der will nicht schreien, sondern der ist so ein bisschen, ne? Da will man näher kommen quasi. Das macht ihn aus. Also der ist echt Hammer und hat mich selber extrem überrascht. Nun, auch was man irgendwie gefühlt nie selten sieht, ist hier diese Marke, Monsieur Désir von Jules et Matt. Ich habe bisher nur den, oh, wie hieß er? Tja. Oh Gott, wenn man nicht mehr weiß, was man für Düfte hat. Aber hör mal diesen frischen Duft, Aqua Sextius heißt der, den habe ich genommen. Und zusätzlich jetzt auch den dazu. Danke an Benjamin, an dich, vielleicht wirst du es sehen. Da habe ich einen Flakon her. Hammerteil. Ich muss sagen, ich kriege zum Teil auch so ein bisschen so Jubilation-Vibes von Amouage, also in gewisser Hinsicht. Ich kriege auch immer wieder so ein bisschen Rasierwasser-Vibes, also so. Der Duft hat irgendwie sowas richtig. Ist so ein richtiger Oldschool-Herrenduft, ne? So kann man es irgendwie sagen. Anfangs so ein bisschen zitrisch. Dann trotzdem im Hintergrund eine gewisse markante Würze. Also ich glaube, Pfeffer und solche Sachen sind drin. Also das muss man sagen, das fällt sehr, sehr stark auf, diese Würze und dieses Frische am Anfang. Und dann zusätzlich wird der Duft hinten raus so ein bisschen wärmer, leicht ledrig sogar. Ein warmer Amber kommt dazu. Also spannender Duft, schöner Duft, aber der wieder so eine ganz andere Richtung. Also der riecht halt irgendwie auch in gewisser Weise alt. Also finde ich persönlich. Er hat so ein bisschen so einen sehr klassischen, ja, so einen klassischen Herrencharakter einfach. Und ein bisschen Rasierwasser-Vibes, wie gesagt, ein bisschen Jubilation von Amouage, da kriege ich so ein paar Parallelen. Interessanter, schöner Duft, aber auch der passt halt auch immer nur so zu gewissen Outfits, Anlässen. Da muss man so ein bisschen stilvoller vielleicht auch gekleidet sein. Und ich glaube, dann ist der fantastisch und unterstreicht das Ganze natürlich umso mehr. Aber das waren so die, ja, das waren eigentlich alle Düfte, die ich so in den letzten, ja, fast schon 4 bis 6 Wochen, ich glaube, erworben habe. So in dem Zeitraum spielt sich das ab. Mehr ist es nicht gewesen. Und das soll auch auf keinen Fall irgendwie mehr werden zurzeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber irgendwie ist so ein bisschen die Neugier, die Luft so ein bisschen draußen, sich immer neues Zeug zu holen. Was absolut gut ist, spart man einen Haufen Kohle und kann mal so ein bisschen die alten Sachen wieder mehr wertschätzen. Ja. In diesem Sinne, sorry für diese eher vielleicht langweilige Folge, für andere vielleicht nicht. Aber ich war echt ultra einfallslos und fand das trotzdem irgendwie ganz, ganz spannend, mal so einen kleinen Überblick wieder zu bekommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder am Sonntag und bis dann. Ciao, ciao.